Oh, ausnahmsweise mal die Farm. Das ist doch auch mal wieder nett. Haben wir denn den Kettensägen-Typ? Den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja. Wie die Faust aufs Auge passt das. Wundervoll. Hauptsache, der kommt nicht her. Doch, tut er natürlich. Was? Da war einer am Schrank? Ach du Scheiße, wie kann man sich denn bitte da in den Schrank verstecken? Ich meine, okay, vielleicht ist er aus Versehen da rein. Passiert mir auch häufiger. Oh Mann, oh Mann. Hauptsache, er kommt nicht durch den Sprint mal schnell wieder vorbeigeschneit. Geh mal kurz hier in die Ecke, bis die Gefahr vorbei ist. Hä, wie ist er so schnell da hingekommen? Hä? Okay. Dann helfe ich eben nicht, wenn ihr meine Hilfe nicht wollt. Bin ich halt eine schlechte Claudette. Der denkt sich garantiert, dass wir wieder hier sind und kommt genau hierher. Einmal schnell hier hingelaufen. Okay, da vorne. War das die andere Claudette? Halte durch. Der kommt 100 pro jetzt her. Der andere ist befreit worden. Super. Macht ihr ganz fein. Das war unschön. In welche Richtung läuft er? Oh. Oho. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er jetzt schon tot ist. Das ist ja nicht so gut. So, hier oben ist doch bestimmt auch was. Nein, da liegt schon wieder ein. Hängt er auf dem Berg? Oder ist auch schon tot? Das geht irgendwie ganz schön schnell mit den Toten. Wieder weg.
Ja, das ist ja auch seine Map. Da kann er sprinten, bis der Arzt kommt. Wobei hier in der Hinterwelt dagegen kommt wahrscheinlich kein Arzt. Da ist er auch schon wieder weg. Fuck. Puh. That was close. Autsch. Relativ uncool. Der hat uns angehauen und in Ruhe gelassen. Was? So ein unerbittlicher Killer und dann lässt er uns in Ruhe. Skurril. Oder lägen wir in seinen Augen? Das kann ich mir fast nicht erklären. Oder er trollt einmal. So von wegen, ja, ich habe zwei Opfer voll, jetzt habe ich meinen Soll erfüllt. Nur ist aber auch mal gut. Füße hochlegen und chillen. Ach, der war schon fertig. Ups. Der wird jetzt auch genau zwischen den ganzen Sachen pendeln, die noch da sind. Da vorne ist noch einer. Mitten auf dem Feld natürlich. Obwohl, die mag ich eigentlich auch am liebsten. Häuser und Felder, das ist das Beste. Oh, da vorne ist noch ein Generator. Obwohl, die am Mähdrescher sind doof. Doof, doof, doof. Kann man sich immer so schlecht verstecken, weil die meistens in der Ecke sind. Ist natürlich gut, da muss man nur zwei Seiten kontrollieren quasi. Zwei Ecken, aber... Oh mein Gott! Ich bin fertig mit den Nerven. Alter! Der hätte uns fast noch erwischt, weil wir ihn voll reingelaufen sind. Alter, Alter. Ne. In mir ist gerade was gestorben. In mir ist gerade echt was gestorben. Heilige Scheiße. Puh, knapp. Alter Schwede, ne. Ich dreh durch. Ich will den Generator nicht mehr. Durch mit den Nerven. Kann der andere bitte den Rest machen? Ich will nicht mehr. Alter Schwede. Ne. Also hier scheint kein Generator mehr zu sein. Es würde sich hier ein bisschen mehr umgucken. Glaube ich. Denke ich. Könnte ich mir vorstellen. Ach komm, wir haben so viel mit diesem Generator erlebt. Dann machen wir den noch zu Ende. Aber scheint jetzt nicht mehr so viel zu sprinten irgendwie.
Vielleicht hat er Angst, dass er uns sonst übersieht. Oh, Pornokeller. Der Pornokeller ist mein Freund. Wo wir schon hier sind, können wir uns das auch mal gönnen. Noch ein paar Punkte und eine Werkzeugkiste. So, komm, was macht der andere eigentlich die ganze Zeit? Tobias, hä? Was soll das werden, hä? Ich hoffe, das ist nicht auch so ein Schrankhocker. Da hinten blinkt was. Das ist doch der Ammetrischer, oder? Nee, danke. Obwohl, wir haben eine Werkzeugkiste, dann können wir es schnell durchziehen. Ich glaube, der Tobias wartet einfach, dass ich sterbe, damit er die Luke benutzen kann. Finde ich. Oh, hallo Luke. Scheiße. Oh Mann, das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. Ich hätte schneller aus der Ecke rausgemusst. Mich würde echt interessieren, was der Tobias macht. Der wartet doch echt einfach nur, dass ich tot bin, oder? Dem ist das doch eigentlich scheißegal alles und er steht im Schrank. Ist das ein Dwight? Bestimmt, das ist ein Dwight. Nein! Tu mir das nicht an. Ich will leben. Junge, ich will leben. Hörst du? Ja, das war's. Als ob der Tobias mir hilft. Na doch, er scheint an Generator gearbeitet zu haben. Aber er scheint sehr langsam zu arbeiten. Wehe, der geht jetzt einfach zur Luke. Obwohl, die Luke war da hinten irgendwo. So, freie Bahn mit Marzipan, komm her. Trab an, du Klappstuhl. Lass dich nicht hetzen, ich hab was Dickes in der Schulter. Dankeschön. Fuck. Ich habe nicht gesehen, dass er uns beobachtet hat. Das war dumm. Langsam lässt die Konzentration nach. Das ist meine Verteidigung.
hoffe, sie ist noch nicht so weit weg. Ja, wie auch immer. Na komm, jetzt hast du nicht mehr so viel Zeit, Minion. Okay, er wird verfolgt. Das bedeutet, wir sind tot. Tot, tot, tot. Es sei denn, er kommt wirklich vielleicht noch her und holt uns. Was er bestimmt nicht tun wird. Doch tun wird. Das wäre sein sicherer Tod. Nee, das war nix, das war nix. Nun gucken wir uns mal an, was der Tobias macht. Gut, ne? Das habe ich natürlich nur gemacht, damit wir jetzt zugucken können. Tobias, die Luke ist am Mähdrescher. Lauf zum Mähdrescher. Alter, der hat den voll mega Perk. Krass. Kriecht zum Mähdrescher. Das ist so gemein, dass man denen das nicht sagen kann. Ja, was hat er denn jetzt für einen Auftrag? Was machen die beiden? Er genießt nicht, er kriecht nicht. Wartet er auf seinen Tod? Nicht aufgeben, Tobias. Du kannst dich frei wiggeln. Oh, der Killer bringt ihn zum Mähdrescher, oder? Nicht? Doch. Los, kriech in die Luke, Junge. Das war nett. Sehr nett. Mal eine nette Runde. Das finde ich immer gut, wenn die Killer zum Schluss noch mal ein bisschen gnädig sind. So, wir brauchen noch 11.000. Dann haben wir unseren Super-Duper-Perk. In dieser Situation veranlasste Fähigkeitssteck haben eine 20% verringerte Erfolgszone. Das wissen wir. Jo. Bald ist es soweit. Die wissen schon, wo wir hingehören. Immer schön in die gestörten Abteilung. Dürfte ich mal? Danke. Auch nicht schon wieder. Immer der Scheißgeist. Der hat was gegen mich. Wette ich. Siehst du, da läuft er schon wieder. Ich weiß schon, warum ich mich immer als erstes kurz verstecke und dann erst an den Generator gehe. Ich weiß genau, dass es ungesund ist sonst. Auf geht's im Entenmarsch. Hey. Er war doch schon unsichtbar. Ich bin verwirrt. Der Typ verwirrt mich. Jetzt müsste er doch eigentlich sichtbar sein.
Wo kann denn bloß der Geist sein? Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Warum frage ich so blöd? Stehen hier aber auch irgendwie sehr offen. Ohne die Bäume wären wir komplett nackt. Splitterfaser. Nackt. Ausnahmsweise hat da mal was geklappt. Das tat mir ein bisschen leid gerade mit Jake. Hau ihm das Ding noch vor die Füße. So war das eigentlich nicht gemeint. Hast du 99 Cent? Nee. Ist anscheinend einfach so abgehauen. Wegen sowas eventuell. Nicht hier reinkommen. Wir sind mal so frei, ne? Wo ist sie denn jetzt? Dann ist ja auch mutig, da einfach weiterzumachen. Ohne Haut, da sieht er mein Po. Oh. Da ist ein Ausgangstor und da ist eins. Da hätten wir ihm fast auf den Kopf springen können. Da probieren wir erstmal noch ein bisschen. Oh. Tatsächlich ist da schon was offen. Das hier ist mit Abstand, huch, der beste Platz zum Reparieren. Und da war der Killer wohl ein bisschen sehr feige. Traurig sowas. Es hätte gut werden können. Lieber Ferdosan, das war keine gute Leistung, wirklich nicht. Vor allem, er hätte das hier gehabt. Er hätte uns alle jetzt noch erwischen können. Muss man nicht verstehen. Wer nicht will, der hat schon, oder wie sagt man so schön? Aber wir kommen unserem Ziel immer näher. Was war das jetzt eigentlich? Whoa. Das hört sich ja eklig an. Bald ist es soweit. Bald!